waren viele ganz erstaunt, wie viel Sorgfalt und Mühe es braucht, bis man einen Kohlrabi nach Hause bringen kann. Wenn man das mal erlebt hat, geht man auch viel vorsichtiger mit Lebensmitteln um und schmeißt auch nicht mehr so viel weg, wie sonst oft üblich ist. Der Krautgarten ist Teil des WinEVs. Der WinEV heißt Wir in Neuried e.V. Wir haben ihn dann aber gleich so gegründet, dass er drei Säulen hat. Das eine war die Hilfe zur Integration, das andere war die Nothilfe für Menschen, die in Not geraten sind aus Neuried, und das dritte sind Bürgerprojekte, und eins dieser Bürgerprojekte ist der Krautgarten. Beim Krautgarten geht es darum, dass man Gemeinwohlökonomie erleben kann. Dass man sieht, dass man gemeinsam sehr, sehr viel mehr schafft als eine alleine. Es fühlt sich wunderschön an, was wir hier geschaffen haben, was die Menschen hier geschaffen haben. Jede einzelne Parzelle ist andere. Jede einzelne Parzelle hat ihren eigenen Charakter. Einige blühen, einige haben Kartoffeln angebaut. Keine sieht so aus wie die andere. Man unterhält sich, man bleibt stehen. Das ist der zweite Marktplatz Neuried geworden. Die Menschen freuen sich aufeinander und auf ihren Acker. Und ja, macht für mich dieses Projekt so besonders.